fröhlich beisammen und haben ihnen Anekdoten aus unserem Theaterleben erzählt. Einer der fröhlichsten mit uns war Guido Wieland. Und niemand ahnte, dass ich eine Woche später hier sitzen würde, um Worte zu seinem Gedenken zu sprechen. Ich hatte eine besondere Beziehung zu ihm. Wir kannten uns seit dem Jahre 1931. Ich war damals als junger Schauspieler nach Mährisch-Ostrau gekommen und lernte ihn dort kennen. Er war bereits, wenn auch nur um wenige Jahre älter, ein sehr gereifter Kollege, von dem ich vieles lernen konnte und auch vieles gelernt habe. Und ich lernte von ihm vor allem etwas, was ich bis dorthin nicht so richtig gekannt hatte, richtig fröhlich zu leben. Wir waren dann im darauffolgenden Sommer gemeinsam in Marienbad engagiert, haben dort mit großen Künstlern gespielt, mit Alexander Meusse, mit Fritz Kortner, die alle damals in diese sogenannten böhmischen Bäder im Sommer kamen. Und zwei Jahre später war ich durch merkwürdige Fügungen bereits Theaterdirektor in Troppau und habe den Guido, der ja auch singen und tanzen konnte, als Operettenbuffer engagiert. Er war natürlich ein besonders guter Operettenbuffer, denn er konnte ja nicht nur erstklassig singen und tanzen, sondern er war ja auch ein hervorragender Schauspieler. Es war nicht immer ganz leicht mit ihm, denn er war ein Perfektionist. Wenn seine Partnerinnen gepatzt hatten, na, die bekamen das sofort deutlich zu fühlen. Aber kurz danach kam er wieder, bat um Verzeihung und es tat ihm leid, dass er sie ein bisschen hart attackiert hatte. Ein paar Jahre später waren wir wieder auseinander. Er war Schauspieler in Brünn. Dann kam die Besetzung der Tschechoslowakei und Guido, der leider nicht ganz rein arisch war, durfte nicht mehr Theater spielen. Es gelang ihm, in die Schweiz zu kommen. Und nun zeigte sich einer seiner hervorragendsten Charaktereigenschaften, die Treue, die Anhänglichkeit. Er ist zu einer Zeit, wo alle anderen glücklich gewesen wären, in der Schweiz sein zu können, zu der Zeit, als es bereits den Krieg gab, freiwillig in das Dritte Reich zurückgekehrt, in jenes Dritte Reich, von dem er wusste, dass man dort für ihn keine Beschäftigung hat. Aber es saß in Wien eine ältere Dame, die ihn nach dem frühen Tod seiner Mutter jahrelang betreut hatte und die für ihn eine zweite Mutter war. Und sie wollte er nicht im Stich lassen. Und so hat er die Jahre damit zugebracht, als Handelsvertreter mühsam sich weiter fretten zu können. Nach 1945 kam er dann natürlich wieder zum Theater. Und ich will jetzt nicht aufzählen, was er alles für große Taten auf dem Gebiete des Theaters dann in vielen Jahrzehnten vollbracht hat. Wir sind ja hier in einer Sendung, die sich die Liebe Familie nennt. Und von dieser Sendung und seiner Tätigkeit in dieser Sendung will ich Ihnen heute etwas erzählen. Als im Jahr 1980 der Intendant Mabo und ich uns darüber den Kopf zerbrachen, wie wir denn eine Familiensendung machen könnten, die aber besonders lebendig sei, die nicht aufgezeichnet werde, sondern die man mehr oder weniger improvisiere, mit nur einer Probe. Da haben wir uns natürlich überlegt, wer könnte denn in dieser Sendung aller mitwirken. Und so sehr wir in vielen Fällen nicht ganz sicher waren, ob wir die richtige Wahl getroffen hätten. In einer Sache waren wir uns absolut sicher. Der Guido, der musste unbedingt dabei sein, denn wir wussten ja bereits, dass er als Onkel Guido in der berühmten Radiofamilie Floriani, in der Familie Leitner, sich einen großen Namen gemacht hatte. Und wir wollten uns unbedingt diesen seinen großen Namen auch für unsere liebe Familie sichern. Und so hat er nun in jetzt ja schon bald 13 Jahren, wie diese liebe Familie läuft, in vielen Folgen mitgewirkt.
Wir haben versucht, ein paar Folgen herauszufinden, wo wir ihn ganz besonders charakteristisch zeigen können. Und wo wir zeigen können, wie verschieden er sein konnte. Zum Beispiel vor circa 10 Jahren spielten wir eine Folge, wo er und ich in Streit gerieten wegen einer Jugendliebe. Aus dieser Folge sehen Sie jetzt eine kurze Szene, in der Sie im Übrigen neben Hilde Krahl, Thomas Wachauer, Heinz Maritschek und mir noch jemanden sehen, der uns leider auch schon lange verlassen hat. Ernst Meister. Ich verstehe den Franz vollkommen. So? Ja. Na, das wundert mich aber. Nein, also wirklich im Ernst. Wenn er schon eine Jugendliebe zum Rendezvous gebeten hat, dann möchte er doch im trauten Tête-à-Tête mit ihr in Erinnerungen schwelgen. Habe ich recht? Ja, oder nicht? Ja, danke. Ja, du, ich glaube, ich werde mich empfehlen. Ne? Denn wenn ich mir vorstelle, dass eine meiner ehemaligen Lieben käme, dann möchte ich auch mit ihr allein sein. Ja? Da fällt mir eine ein. Die eine, warte mal, ich hab kein Namensgedächtnis, aber ich sehe sie direkt vor mir. Okay. Naja, das muss jetzt 50 Jahre her sein. 50 Jahre? Keksi hat sie mich immer genannt. Ja? Und wir haben ein Wochenende bitte? In Vöcklabruck verbracht. Bitte, wie hat sie dich genannt? Bitte, was? Die? Keksi? Keksi, ja, das ist doch lieb. Ne? Die hat immer gesagt, oh du, mich hat sie gemeint, oh du bist so süß wie ein Schokoladenkeks, direkt zum Anbeißen bist du. Jetzt fällt mir ein, natürlich, das war Lilli, hat sie geheißen. Lilli? Nein. Ja, die Lilli Gruber. Lilli Gruber. Lilli Gruber. Lilli ist die eventuell, ich denke, mit der Liesel. Liesel Gruber. Du, das war meine Liesel. Und ich Liesl, war ihr Keksi. Ja, natürlich. Sag mal, nein, das ist nicht schön von dir. Du willst mir meine Jugenderinnerungen stehlen und meine Jugend lieben? Meine Güte, aber Kinder, red's doch von was anderem. Gib doch noch andere Themen. Also bitte Spaß beiseite. Mit diese Liesel Gruber oder wie du sie da jetzt so plötzlich fälschst, dich offenbar zum Tarnen Lilli Gruber nennst. Na, ich hab's verwechselt. Die hab ich im Stadtpark kennengelernt. Und zwar ich ganz allein. Und ich habe sie geliebt. Und wie erst sie mich geliebt hat. Du Lilli, die hat doch überhaupt keinen anderen Menschen gekannt. Und du hast sie überhaupt nicht gekannt. Die hat nur einen Mann gekannt und das war ich. Ich war ihr Ein und Alles. Ich war ihr Keksi. Du, was? So was, du lass sofort meine Krawatten los, du Erinnerungsgangster, du! Franz, lass sofort den Guido los! Ich denke, bitte, ich meine, es geht mich ja nichts an, ich bin hier nur Gast, aber... Ja, es geht Sie nicht auch in Ruhe. Mischen sich da nicht hinein! Bin schon wieder herausgemischt. Also bitte, ja. So etwas, was war mit Vöcklabruck und mit der Lilli, du Betrüger? Papa, und Guido, ich bitte euch, das Ganze könnte doch eine zufällige Gleichheit sein. Liesel oder Lilli Gruber, das ist doch ein häufiger Name, das muss doch nicht dieselbe Dame sein. Also ich glaube schon, das mit dem Keks ist eindeutig. Aber du sei ruhig, ich bitte euch, beruhigt euch ihr zwei. Es wird sich alles aufklären. Du, Ernst, misch dich da nicht ein, das ist eine Sache unter Männern. Jawohl, und jetzt bitte. Ja. Franz. Was? Wenn du nicht gleich meine Krawatte loslässt, ich zähl, dann passiert was. Ich zähl bis 3, 1. Franz, Guido! Also so was Blödes habe ich aber wirklich noch nicht erlebt. Werdet ihr zwei auseinandergehen? Zwei? Du willst mir drohen? Du möchtest gern Casanova? Was? Du, der du dich immer an meine Mädel herangemacht hast, du balzender Auerhahn. Und jetzt müsst auch noch meine Geschichten präsentieren. Deine Geschichten? Wer war denn mit der Lilli in Vöcklabruck? Du oder ich? 3. Aber wer mich doch nicht mit dir herstellen. Ja. Feig, was? Hast du feig gesagt? Ja, feig. Ah, bitte. Also dann werden wir jetzt sehen, wer da feig ist. Das ist so. Hab ich aber genug? Schämt ihr euch denn gar nicht? Alte Leute wie ihr. Darf doch wohl nicht wahr sein. Das hat gar nichts mit dem Alter zu tun, liebe Hörer. Das hat mit unserer Jugend zu tun. Aber so war er ja immer, der Franz. Er war eifersüchtig auf meine Eroberungen. Deine Eroberungen. Deine Eroberungen, die konntest du dir und kannst du dir weiterhin auf den Hut stecken. Die möchte ich nicht einmal geschenkt bekommen. Das waren immer so Ausverkaufs-Sonderangebote, aber aus der untersten Lot. Aus der untersten Lot. Du, ja. Ich frage dich,
Wer ist mit hängenden Dackelohren wie ein triefäugiger Bernardiner immer hinter mir hergejappelt, wenn ich mit einem netten Mädel ausgegangen bin und hat wie ein liebestoller Kater gejammert? Ha, frag sie, ob sie nicht vielleicht eine Freundin hat, dann könnte man zu viert ausgehen. Das ist aber ganz gut so mit Dackelohren, Bernardiner, liebestoller Kater. Das klingt ein bisschen wie Bremstierleben mit verteilten Rollen. Also ein möchtegern Casanova war der Guido in seinen jungen Jahren wirklich nicht. Er hatte großes Glück bei Frauen und das mit Recht, denn er war reizend, er war charmant. Und er hatte auch in späteren Jahren immer noch gerne schöne Frauen gesehen, obgleich er längst im Hafen der Ehe gelandet war und ein sehr guter Ehemann geworden ist. Wir zeigen nun etwas aus einer Folge, wo er im hohen Alter angeblich kennengelernt hat, ein entzückendes junges Mädchen, und dieses junge Mädchen liebt auch ihn, und so ist er nun auf einmal ganz besonders heiter, glücklich, gelöst. Aber da ist eigentlich was dran, nämlich nicht, dass ich ein Jüngling bin, sondern dass ich mich als Jüngling fühle, auf das Feeling kommt es an. Ja, die Hila hat also doch recht gehabt. Die Hila hat recht, die Hila hat doch immer recht, besonders was dich betrifft. Sie hat jetzt möchte ich aber wissen, wieso sie in diesem besonderen Fall recht hat. Ja, sie hat dich mit einer Frauensperson gesehen. Da hat sie recht gehabt, ja. Aber etwas missfällt mir, der Ausdruck Frauensperson. So einen vulgären Ausdruck, den braucht doch die Hila nie. Der stammt sicher von dir. Frauensperson, so ein Wort kommt doch nicht über der Hila ihre Lippen. Doch, Guido. Ich habe dieses Wort über meine Lippen gebracht. Als ich dich nämlich gestern mit der jungen Dame sah... Du hast mich gesehen? Ja. Sag's ehrlich, ist sie nicht entzückend? Du, das weiß ich nicht. Ja, du, sie ist entzückend. Ja. Erstens ist sie bildhübsch. Und dann ist sie... Du, Moment, du wirst uns doch nicht einreden wollen, dass du in diese junge Person verliebt bist. Verliebt, was ist das für ein Ausdruck? Verliebt. Ich liebe, Franz, mit meinem biblischen Alter ist mir die Gnade geschenkt, mich noch einmal verlieben zu dürfen. Das ist der helle Wahnsinn. Ja, da hat er ausnahmsweise recht. Ja, in meinen Augen warst du ja nie ganz normal. Oh, mein lieber Franz, ich höre dir ja überhaupt nicht zu. Die Hila, die hat uns gesehen, mich und meine Liane. Liane heißt sie, wie eine Schlingpflanze. Da sagt er so, wie wenn das ein Verbrechen wäre, dass eine Frau Liane heißt. So was, ne? Du hast sie doch gesehen. Ja. Aber nur einen Moment aus dem Autobusfenster. Aus dem Autobusfenster, da kannst du doch gar nichts sagen. Da kannst du ja gar nicht beurteilen, was das für eine schöne, für eine Liebe, für eine entzückende Person ist. Und Hila, dieser Sexappeal, den die ausstrahlt. Naja, aber davon will ich in Gegenwart von Franz gar nicht reden. Dazu ist er ja viel zu alt. Aber du bist nicht so alt dazu. Du wirst lachen. Nein. Du willst uns doch nicht einreden. Der sagt immer, dass ich immer was einreden will. Das sind Tatsachenmitteilungen, mein Lieber. Also nimm zur Kenntnis. Ich habe mich in ein junges Mädchen verliebt, ein junges Mädchen von 25 Jahren. Und ich bin glücklich, wie seit Jahrzehnten nicht, dass ich sie lieben kann. Na ja, und sie? Sie hat mich zumindest gern, das sagt sie mir immer wieder. Sie sagt, sie ist über sich selbst erstaunt. Ja, da hat es auch einen Grund dazu. Jetzt mach mal einen Punkt, wirklich. Also ich bitte mir, dass du im Ernst, dass du solche Sachen sagst. Guido, ich bitte dich, reg dich doch nicht auf. Wir wollen in aller Ruhe darüber reden. Bitte. Nicht wahr? In aller Ruhe. Schau mal, eigentlich hast du uns ja noch gar nichts erzählt. Ja, außer lauter Blödsinn geredet. Franz, du. Also bitte, lass doch. Sag uns doch, wie ist das eigentlich passiert, Guido? Ich meine, passiert, das ist vielleicht nicht das richtige Wort, was ich jetzt gewählt habe in diesem Fall. Im Gegenteil, passiert ist der richtige Ausdruck. Es ist passiert, es ist über mich hereingebrochen. Franz, bitte, ich will dich ja nicht provozieren. Du, mich wirst überhaupt nicht provozieren. Ich gehe jetzt und lese endlich meine Zeitung.
Du wirst jetzt keine Zeitung lesen. Bitte, du hast gerade gehört, ich habe gesagt, wir wollen es gemeinsam in Ruhe besprechen. Ja, schön. Also kann Mensch froh sich natürlich. Sei ruhig. Ja. Ich rede ja hauptsächlich mit der Hila, nicht wahr? Und du warst sehr lieb, du hast von Anfang an Verständnis gezeigt, sogar im Autobus. Du hast gesagt, du hast sie nur einen Moment gesehen. Ja, natürlich. Der Autobus ist doch so schnell vorbeigefahren. Ja, wie Autobusse das halt so tun. Wenn man es eilig hat, dann fahren sie langsam. Ja, aber das steht nicht zur Debatte. Hast du, ich frage die Hela, hast du ihre Augen gesehen? Aus einem fahrenden Autobusfenster. Ein Autobusfenster fährt nicht. Aber wenn du ihre Augen gesehen hättest, Hilla, das sind die süßesten, liebsten, seelenvollsten Augen, die du je gesehen hast. Das sind nicht Augen, das sind Augensterne, glaub mir. Kurze Zeit später musste Guido natürlich erfahren, dass wir mit unserer Skepsis recht hatten. Unverständlich. Meldet sich niemand. Sie wird halt nicht zu Hause sein. Ja, aber sie hat doch ausdrücklich gesagt, hoffentlich ist ihr nichts passiert. Na ja, das weiß man nie genau. Wieso? Wissen Sie denn, mit wem ich rede? Von wem Sie? Na ja, also ich könnte mir's vorstellen. Ah ja, natürlich. Ihr habt es ihm erzählt, ihr Tratschen. Hätten wir das nicht sollen, siehst du, Franz? Nein, warum denn nicht? Ich bitte, na? Was sagen Sie zu meinem Glück, lieber Heinz? Zu Ihrem Glück? Na ja, zum Glück. Zum Glück wissen Sie ja noch nicht, was hier passiert ist. Was soll ich nicht wissen? Ob ja was passiert ist. Was soll denn passiert sein? Na, was soll passiert sein? Das weiß man nie. Nicht, dass bei dem Wetter. Vielleicht ist sie unter ein Auto gekommen oder unter die Straßenbahn, U-Bahn. So Glück, dass es nicht mehr Verkehrsmittel gibt, ne? Doch, die Bundesbahnen habt ihr vergessen. Blöder Bub. Nicht nur genug, dass du seinem Blödsinn zustimmst, musst du auch noch was sagen. Kommt aber nichts, gar nichts ist hier passiert. Ich ruf sie später noch einmal an. Was ist denn was? Wir wollten dir nur dein Bild zurückgeben. Ja, und schau, merkwürdigerweise, in der Zeitung ist auch gerade ein Bild, das deiner Liane sehr ähnlich schaut. Wo? Zeig mal. Hier, da. So. Ja, also, lieber Onkel Gold, jetzt beruhigen Sie sich. Ihrer Liane ist überhaupt nichts passiert. Man hat sie nur verhaftet. Verhaftet? Eine Schwindlerin. Das gibt's nicht. Nein, das gibt's doch nicht. Es stimmt aber. Na, du Tommy. Tommy, gib mir Ruhe. Ja, ja. Vergiss mir, das ist schon gut, das ist schon gut. Eigentlich eine Schwindlerin. Ich hätte mir es ja denken können, aber. Schauen Sie, ich wäre nicht traurig an Ihrer Stelle, lieber Gut. Ich wär lieber froh, dass es so früh aus ist und dass man die verhaftet. Wer weiß, am Ende hätte ich denen vielleicht auch noch ein Geld rausgerissen. Geld? Gestern ist sie mich um Geld angegangen. Wie viel hast du denn gegeben, Guido? Ich habe nicht gesagt, dass ich ihr Geld gegeben habe. Sie ist mich um Geld angegangen. Wahrscheinlich hätte ich ihr auch eines gegeben. Aber eines ist sicher. Ein junger Esel ist ein Esel, aber ein alter Esel ist ein Ochs. Na ja, später haben wir natürlich den Guido dann nicht mehr in verwickelte Liebesgeschichten gezeigt. Wohl aber wollten wir endlich einmal doch auch wieder ausnützen, dass er ja einmal ein Operettenbuffo war und dass er ganz gut singen konnte. Und so zeigen wir Ihnen nun einen Ausschnitt, wo Sie den Guido so als eine Art singenden Bon Vivant kennenlernen. Na sowas! Guten Abend! Wird aus der Konditorei ein Tanzlokal? Guten Abend allerseits! Guten Abend, meine Verehrung! Na, wir probieren noch ein bisschen für den Hausball am Abend. Ja, bitte, aber nehmen Sie Platz und hören Sie zu, Onkel Guido, ja? Dankeschön, aber nur einen Moment, ich habe eigentlich gar keine Zeit. Eine Idee könnte ich vielleicht noch einen kleinen Kaffee kriegen. Ja. Aber kein Problem, gerne. Schön, Herr Guido. Du kannst echt den Hut drauf fahren, also so kommt man eigentlich nie zu einer Probe. Naja, aber sind Sie da heute am Abend beim Hausball? Naja, es kommt darauf an, ob ich noch einen Single für den Schlafwagen kriege. Die Hansi hat nämlich erklärt, plötzlich erklärt sie mich noch Venedig.
Hier ist ihr zu kalt, hat sie gesagt, zu fad und zu langweilig. Sie will lieber den Pferden von San Marco in die Augen schauen als mir. Na, sie müssen sich nichts dabei denken. Sie hat öfter solche Anfälle. Ich begleite sie zum Zug. Bitte. Es ist möglich, dass sie dann auch wieder umkehrt. Das hat Sascha gemacht. Wirklich wahr? Also eine Frau kann, wenn sie will, ganz schön anstrengend sein, ne? Ja, natürlich, natürlich. Das ist sie. Aber ich bin gescheit. Ich gebe nach und so erhalte ich mir meinen eigenen Freiraum. Ah, da ist der Kaffee. Bravo, servus, danke schön, sehr lieb. Ah, könnte ich eigentlich noch eine kleine Verschnaufpause machen, ja? Kinder, ich habe eine Idee. Wie wär's mit ein bisschen Musik, eine nette Musik in der Zwischenzeit? Vielleicht ein gemütliches Heurigenlied. Ein Vorschlag, hm? Heurigenlied? Haben wir bis jetzt noch keins gespielt? Ja, probieren wir auf uns. Aber auf der anderen Seite ist es warm. Wir brauchen ja zwei, drei Heurigenlieder am Abend. Warte, mir fällt dann sein. Wie wär's denn mit der Erste war's, es wird sein? Kannte ich das dem. An das Lied habe ich gedacht. Na, dann probier was. Das ist gespenstisch. Ja. Das wird sein. Macht ja nichts. Herz zu, hängt ja an S zu, ja? Gut. Erste Wahnsinn, es wird sein, mit einem Museum dann Wein, dann packen wir dies im Zwetschgen ein, in der Welt. Wanderwein, und wollen wir die Muse stehen, in die wir werden so verlieben, dann ist er gefreut, so lang im Glas. Ein Treppel drin ist. Solang die Geige und volle Melodie ist. Und so lang es noch ein Tulipstöckes machen darf, da sagen wir werden noch ein Jahr und morgen nicht auf. Bravo, aber wie gut. Also, ich tue mein kleines Trinken für die Kapelle. Trinken ja, sehr gerne. Kinderspitzen oder was? Was noch eins? Irgendwas wollte ich. Ja, was arbeiten wir schon? Komm, zusammen, ja? Bitte. Wir schön erst mal nach. Das wird's auch mal noch. Ich sehe, wo ein Wind jetzt schön erst bei Nacht. Aber in der Nacht, da schlafe ich meistens schon. Na ja. Aber was wäre, wenn ich zum Fenster hinausschauen wollte? Wo sehe ich in Venedig, wenn ich zum Fenster hinausschaue? Lauter Wasser. Und dann kam Guidos 80. Geburtstag. Und da hatten wir uns gedacht, da machen wir eine Sendung, die nicht so üblich ist, sondern wir spielen, wir hätten alle vergessen, dass er 80. Geburtstag hätte. Und wollten ihm damit die Chance geben, dass er von seinem charmanten Grand uns eine kostbare Kostprobe liefert. Ja, klar, ganz klar, die haben mich vergessen. Also war da überhaupt nicht anders zu erwarten. Was soll ich anderes erwarten? Unwichtiger, älterer Herr, der ich bin. Lieber Onkel Guido, wie können Sie denn sowas sagen? Ich meine, Sie sind doch das wichtigste Familienmitglied, nicht? Ja. Ein Mann, der mit einer an Konfuzius gemahnenden Weisheit, Ruhe und Einsicht unerschütterlich über den Dingen steht. Ja, lassen Sie mich in Ruhe mit Ihrem Konfuzius. Das klingt ja, als wäre ich schon ein Denkmal, auf das die Tauben machen. Apropos Denkmal. Alles Liebe zum Geburtstag. Dankeschön, danke. Ich habe mir erlaubt. Na, keine Kleinigkeit. Aber geh! Lieblingszigarren. Das ist aber lieb, dass Sie daran gedacht haben. Ich danke Ihnen. Bitte sehr. Ich drücke Ihnen die Hand. Da kann man es nicht durchkriechen. Sind Sie nicht böse, wenn ich es nicht gleich anschaue? Ich lege es aufs Lochkastel, wenn ich dann in der Nacht aufmache, morgens auf und habe eine Freude. Ne? Sie haben Geburtstag? Ja, natürlich. Darf ich Ihnen alles Gute wünschen? Dankeschön. Steh sogar auf. Sehr lieb. Danke, danke. Und wo wollen Sie ihn feiern? Jetzt fängt der Halbstarke schon wieder an. Ich weiß nicht, was redet der dauernd für eine Sprache? Halbstarke, was heißt das? Ist das ein Ausdruck aus dem Prähistorischen? Nein, das ist ein Ausdruck aus seiner Jugend, da war er ein Halbstarker. Später hat man dann Hippie dazu gesagt und heute sagt man, glaube ich, Banker. Stimmt's? Sie sind ja informiert, Herr Lafitte. Ja, wirklich. Natürlich, sonst nicht Herr Lafitte zu mir. Können Sie uns fähig sagen, Onkel Guido zu mir. Onkel Guido. Okay, Onkel Guido. Genau, sehr. Dann habe ich wenigstens das Gefühl, dass heute eine Familienfeier stattfindet, wo mich die anderen schon sitzen lassen. Also, das finde ich allerhand. Dass man einen so lockeren Typ wie Sie einfach im Regen stehen lässt. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, Onkel Guido. Bleiben Sie da. Mein Gott,
Der Bub ist so blöd, sogar wenn er freundlich sein möchte. Natürlich bleiben wir da. Die Einladung war eine persönliche und schließt Sie nicht mit ein. Nichts für ungut, aber man trifft doch bei den Gästen gerne eine gewisse Auswahl. Gäste, sagen Sie, was für Gäste? Ich sehe keine Gäste. Und ich sage Ihnen, es werden auch keine kommen. Einen wunderschönen Abend. Danke. Und einen wunderschönen Tag. Und morgen, morgen wird auch ein schöner Tag. Und übermorgen ebenfalls. Sagen Sie, Entschuldigung, aber geht die Konditorei so schlecht, dass Sie jetzt im Nebenberuf als Wetterfrosch arbeiten? Die Schönheit der Tage ist unabhängig vom Wetter. Die macht man sich selber. Man kann sie sich selbst hineinmachen. Ja, wer, Moment, wer macht wo was hinein? Das Glück selber. Man muss so tun, als wäre jeder Tag ein Geburtstag. Ja, danke schön, das ist ja wunderbar. Aber wissen Sie, Herr Janek, mir tät schon genügen, wenn heute irgendeiner davon Kenntnis nehmen tät, dass ich heute Geburtstag hab. Ich weiß schon, was los ist. Das ist die späte Rache vom Franz. Ja? Der Franz hat meine Geburtstagsfeier nie leiden mögen. Für seinen 85. da hatten wir uns zwei Überraschungen ausgedacht. Der Gute war ja längst kein großer Casanova mehr, sondern seit vielen, vielen Jahren glücklich verheiratet. Er hatte am gleichen Tag geheiratet wie die englische Königin und hat das gelegentlich im Freundeskreis immer wieder mit Vergnügen vermerkt. Und diese Hansi Prinz, auch eine Schauspielerin gewesen, hatte eigentlich seinetwegen ihren Beruf aufgegeben und war sein guter Engel geworden. Ohne sie hätte er wahrscheinlich nicht so lange leben können. Und nun hatten wir das so arrangiert, dass sie in dieser Folge, wo wir seinen 85. Geburtstag feierten, mitspielten. Und außerdem hatten wir noch eine Überraschung für ihn vorbereitet. Ich habe mit dem Edi vereinbart, dass er sofort hier oben anruft, wann die Vanessa auftauchen sollte. Ne? Wahnsinn, ist es ein heller Wahnsinn. Ich verstehe gar nicht, wie ein Mensch dem anderen sowas antun kann. Ja, das verstehst du nicht? Dann schaust du mal in unser Nachbarland, nach Jugoslawien, da tun sich gegenseitig noch viel mehr an. Aber natürlich, wenn es einen selber betrifft, reagiert man halt sensibler. Der Guido wollte eigentlich gar nicht feiern. Aber andererseits, warum sollen wir alle uns von einem Einzelnen terrorisieren lassen? Richtig, ja. Und außerdem einen 85er vom Guido, da kann man doch nicht so einfach darüber hinweggehen. Ja, und dazu kommt noch, dass unser Geschenk in gewisser Weise dein Leben verändern wird. Na, hoffentlich nicht. Ich meine, ich bin ganz zufrieden, so wie es jetzt ist. Was hast du gesagt? Mein Leben verändern? Das klingt ja direkt gefährlich. Wie? Habt ihr mir vielleicht ein Radl gekauft? Das tät mein Leben verändern, weil ich mir gar nicht Radl fahren kann. Ja. Der Tommy hat natürlicherweise wieder zu früh von unserer Überraschung geredet, nicht wahr? Aber selbstverständlicherweise handelt es sich bei diesem Geschenk um eine Veränderung deines Lebens im positiven Sinn. Kinder, ihr macht's mir Angst, wirklich. Ihr macht mir richtig Angst mit euren Andeutungen. Sag mal, Hansi, weißt du, was es ist? Ja, ich weiß, was es ist. Wir haben ja vorher alles genau besprochen. Mach dir keine Sorgen. Du wirst dich freuen. Das ist schon merkwürdig, die ganze Geschichte. Komisch, nicht? Wenn man jung ist, dann freut man sich ungemein auf seine Geschenke. Und wenn man älter wird, dann fürchtet man sich direkt davor. Na, fürchten ist ein bisschen übertrieben. Ich meine, kannst du mir vielleicht ein Beispiel sagen, dass jemand durch ein Geschenk unglücklich gemacht wurde? Ein Beispiel, 100 Beispiele kann ich dir sagen.